Hallo zusammen, wir machen heute ein richtig leckeres türkisches herzhaftes Gericht und zwar ein Kartoffelpüree-Bett und obendrauf Misket-Köfte. Misket-Köfte sind einfach kleine runde Köftebällchen und ich starte jetzt direkt mit dem Kartoffelpüree. Dafür nehme ich mir meine mehlig kochenden Kartoffeln. Es funktioniert notfalls auch mit vorwiegend festkochenden, aber dann habt ihr meistens noch so kleine Stückchen, die einfach nicht weich werden wollen. Und daher nehmt am besten mehlig kochende, die machen auch einfach eine bessere Konsistenz. Und ich nehme jetzt hier mein Messer und schneide ganz vorsichtig einfach nur an der Schale entlang. Falls ihr euch fragt, wo stehen denn jetzt hier die ganz genauen Zutatenangaben, die schreibe ich euch ja immer ganz genau auf. Die schreibe ich euch unten in die Infobox, wie immer. So, nachdem ich das gemacht habe, die habe ich übrigens vorher schon gewaschen, gebe ich sie in kochendem Salzwasser und werde sie da erstmal schön garen. So, und indem ihr hier ganz fein an der Schale entlang schneidet, nicht zu tief, das ist gar nicht notwendig, könnt ihr einfach später nach dem Kochen die Schale ganz einfach entfernen und spart euch vorab das Schälen. Ihr könnt sie auch andersrum vorab schälen und dann garen, aber so ist es irgendwie einfacher für mich. So, während die Kartoffel garen, kümmern wir uns um unser Köfte. Ich habe jetzt hier schon mal mein Hackfleisch, dann nehme ich Rindergehacktes. Ich habe oft fettarmes Rinderhack im Tiefkühler, beziehungsweise ich friere mir das immer ein. Aber besser wäre tatsächlich, wenn ihr auch so ein bisschen Fett mit dran habt. Das ist ja auch Geschmacksträger. Und ich nehme jetzt hier einmal die Zwiebeln, werde sie schälen und dann mit einer Reibe direkt zum Fleisch reiben. Da kommt dann auch noch Knoblauch mit dazu, Salz, Pfeffer, ein bisschen Paprika, Flocken, Pulbiber, das nehme ich immer gerne bei türkischen Rezepten und Petersilie darf nicht fehlen. Das kommt alles mit rein und dann knete ich das mit den sauberen Händen. Bevor ich jetzt anfange zu kneten, die Bindemittel, und zwar ein Ei und Paniermehl, damit sie uns gleich in der Pfanne nicht auseinanderbröseln. So, das gebe ich mit dazu und jetzt alles schön zu einer richtig feinen Masse kneten und dann zu ganz kleinen Bällchen formen. Die Köftebällchen sind fertig und jetzt nehme ich mir ein bisschen Öl, gebe das in die Pfanne und dann werden sie richtig schön kross von allen Seiten gebraten. Die brauchen auch nicht so lange, dadurch, dass sie so klein sind und sie kommen ja später nochmal in die Soße. Daher dürft ihr euch jetzt keine Sorgen machen, dass sie irgendwie nicht durch werden oder so. Also das auf jeden Fall. So, jetzt gebe ich das wahrscheinlich in so 2-3 Fuhren hier immer wieder in die Pfanne und dann raus und dann zeige ich euch anschließend, wie wir die Tomaten-Paprikasoße machen. In der gleichen Pfanne mache ich jetzt die leckere, typisch türkische Soße. Dafür brauchen wir Butter, einfach direkt rein. Hier ist so ein bisschen Restfett, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und jetzt nicht ganz so hoch schalten, denn wenn Butter verbrennt, ist es blöd, kann man direkt alles wieder neu machen. Und Butter verbrennt doch sehr schnell. Da kommt jetzt Tomaten- oder Paprikamark dazu. Ich habe Paprikamark, ihr könnt aber auch Tomatenmark nehmen, ihr könnt auch 50-50 machen. Ich finde aber mit Paprikamark, wenn das Ganze dann richtig schön diese Röstaromen freischaltet, das schmeckt einfach nochmal auf einem anderen Level gut. Und da kommt jetzt gleich, nachdem das so ein bisschen anrösten durfte, Wasser mit dazu. Erstmal wenig, bis ihr die gewünschte Sämigkeit erreicht habt. Und dann würzen wir das Ganze. Es ist eine Blitzsoße. Bei den Gewürzen halte ich es jetzt sehr einfach. Salz und Pfeffer natürlich. Und was ganz klassisch mit dazu kommt, ist Minze. Das ist so eine ganz, ganz typische türkische Kombination. Und da gebe ich jetzt auch ein bisschen mit dazu. Meine Minze ist immer so ein bisschen gröber, daher kann ich das einfach in den Händen so ein bisschen reiben und dann hier reintun. Und ein bisschen Paprikapulver edelsüß. Wer es scharf mag, der kann jetzt auch natürlich Chili dazugeben oder Pulbibert, also scharfe Paprikaflocken. Aber ich habe ein bisschen Schärfe schon in den Köftebällchen drin, daher mache ich es jetzt hier erstmal ohne Schärfe. Und dann kommen jetzt schon direkt
unsere Köfterbällchen zurück in die Soße. Und jetzt können wir auch schon das Kartoffelpüree fertig machen. Denn die Kartoffeln, die sind fertig. Die habe ich gerade auch parallel, während das hier angebraten hat, geschält. Beziehungsweise mit den Händen einfach nur noch die Schale entfernt. Und jetzt verarbeiten wir das zu Püree. So, die Kartoffeln dann nur noch mit Milch und Butter stampfen, das geht ja ganz schnell. Und an der Stelle nochmal würzen, da gebe ich rein Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Mehr braucht es nicht. Und dann wird das Ganze serviert und das Schöne ist hieran wirklich, ihr serviert es so hübsch und dann kriegt man direkt Lust auf dieses Gericht. Und das ist auch so ein Gericht, das einfach jeder mag. Also ich kenne wirklich niemanden, der diese Kombination nicht mag. Das verrühre ich hier noch gut. Ich habe mir heute so einen großen Teller genommen, wir können das natürlich auch portionsweise servieren. Und dann einmal das Bett aus Kartoffelpüree. So, einmal hier drauf geben. Und die könnt ihr ja so lange auch in der Soße warm halten. Und ich verlinke euch auch gerne mal meine Töpfe, denn dort bleiben auch Gerichte viel, viel länger warm, wegen der guten Beschichtung. Und dann gebe ich da einfach nur noch Petersilie drauf und das war's. Fertig ist unser köstliches Gericht. Das ist echt so ein Rezept, so ein Gericht, das mag jeder. Also ich kenne wirklich niemanden aus der Familie, der das nicht mag. Macht es gerne nach und schickt mir eure Fotos bei Instagram oder bei Facebook. Ihr seid ja eher so bei Instagram, habe ich das Gefühl. Also markiert mich dort gerne und hinterlasst meinem Kanal ein kostenloses Abo, damit ihr solch genialen Rezepte auch nicht mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss!